Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Hunde und Katzen Let's Play Folge. Ich bin Daniel von SimFans. Die Sina ist hier schon in ihrem Weihnachtsoutfit. Wir hatten schon so eine Weihnachtsvorparty heute Mittag. Und jetzt gibt es natürlich das schöne weihnachtliche Fest auch noch. Hier ist übrigens der Welpenpark mit meinem Luftschiff, falls ihr das gucken wollt. Was? 160 will die fürs Aufräumen. Ja gut, immerhin. Alles ist aufgeräumt. Sehr gut. Ah, das ist gar nicht alles aufgeräumt. Hallo? Ich glaube, ich spinne. Sina muss hier noch nacharbeiten, ja. Ich glaube, wir rufen gleich nochmal einen Service an. Hier kann das sein. Das machen wir doch. Und dann holen wir natürlich die ganze Family wieder zu uns. Hier, was? Marvin fragt, ob ich rüberkommen möchte. Aber wir wollen doch hier. Hallo, komm hier hin. Oh, Marvin. Als Geist. Das wäre mal cool gewesen, als Weihnachtsgeist. Oh, Mensch. Aber wir wollen doch hier feiern. Wir müssen doch hier feiern. Ja, sonst kommen die alle. Wir sind nicht da. Wir müssen jetzt gucken, dass wir eine Haushaltshilfe auf jeden Fall zu uns holen. Und da räumen wir mal alles auf. Ja, die Ofenkartoffeln kommen alle weg. Geht es nicht aufräumen. Ja, komm mal. Was, am Donnerstag um 10.05 Uhr? Willst du mich verarschen? Das ist erst morgen. Ah, toll. Okay, wir rufen alle an. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Gala-Abendessen-Party. Nein, gesellschaftliches Ereignisplan. Oh, ja, sexy, sexy. Du bist echt hübsch hier, wow. So, die steht auch alles, ne? Hallo, wollt ihr zur Football-Party kommen? Wir natürlich heute Football-Party. Ganz klar, nicht Weihnachten. Nein. Kommt mal vorbei, alle bitte. Danke. Wir machen heute mal eine, wir haben ja heute Mittag eine Hausparty gemacht, jetzt heute machen wir ein Gala-Abendessen, würde ich sagen, oder? Yeah, die sollen alle schick kommen. Natürlich, die Sina ist wieder Gastgeberin, nimmt alles auf sich. Und als Gäste ist Svea, Lila, Blue, Justin, Red, Jonas, Luna, Rosie, natürlich auch hier nicht zu vergessen, alle sollen kommen, alle bitte kommen. Alle bitte kommen, Hannah ist wieder nicht dabei, Nico auch nicht. Yannick. Eieiei, ist ja auch fies, ne? So, was haben wir noch? Caterer machen wir auf jeden Fall auch. Das will ich haben, bitte. Natürlich in der Glee-Residenz, ganz klar. So, jetzt gibt es noch ein paar Geschenke, damit wir das hier weihnachtlich completen. Wir machen jetzt noch ein bisschen Christmas-Deko. Packs, Feiertage, alles anzeigen. Wo sind die Geschenke? Wir haben kein Geld mehr für Geschenke. Echt mal, diese Werkbank haben wir nie benutzt, die kommt jetzt raus. Ja, und das Ding benutzen wir auch nicht, weg damit. 1200 kostet ja Spaß hier, wow. Wir müssen ja Geld für Geschenke ausgeben. Ja, ja, wir haben keinen Platz mehr. Wir haben keinen Platz, wir müssen das Haus vergrößern, dann können wir mal in die Geschenke hier hin. So. Da gibt es noch mehr Geschenke. Komm, wir brauchen noch ein bisschen Geschenke-Deko. Sonst ist das doch lahmarschig hier. Wir brauchen noch Geschenk. Oder, dass ihr schön da rumbackt alle. Lila hat auch Geschenke mitgebracht. Das ist doch was Feines hier, oder? Wow, sehr cool. Ich will Geschenke. So, wisst ihr eigentlich schon, was ihr bekommt? So, oder was habt ihr bekommen, wenn ihr die Dinge hier hinterher erst anguckt, die Folge? Jetzt wird es auch schon dunkel, what? Geil. So, können wir jetzt hier einen Pianisten bitte mal engagieren? Da, 100. Sina, kommt der? Ja, ich glaube, der kommt, ne? Sina, Klebeauftragter des Service, du bist unterwegs. Sehr gut, was müssen wir machen? Einen Gartensalat zubereiten. Eieieiei. Abendessen servieren, Gartensalat, wo ist denn das? Das ist zu billig, das haben wir ja gar nicht mehr. Knoblauchnudeln, das ist ja alles hier, was weiß ich. Gartensalat, komm mal, das mal. Gastgeber mit Gästen Kontakte knüpfen, sind es gleichzeitig an der Stereoanlage zuhören lassen. Was kommt denn da für Musik wieder? Eieiei, wir sind wieder Streunerkatzen hier, geht mal weg, Cosmo, heute nicht bitte, ja? Heute nicht, sonst dürft ihr immer kommen gern, aber heute nicht, heute wird das Haus voll. Sina muss sich konzentrieren und du verreißt uns nicht den Stuhl, die brauchen wir auch noch. Was sind's denn alle hier? Was seid ihr denn? Da sind schon zwei da, hallo. Svea ist auch schon da, die Mixerin, die alte. Mal, hier stinkt's irgendwie. Was stinken hier schon wieder?
Die Vöglein zwitschern noch. Sitze ich irgendwie auf so einer Gaudi hier. Sind wir hier nicht in Bayern? Was habt ihr denn da für Musik drin? Ist doch nicht romantisch, oder? Romantisch! Wo sind denn die anderen jetzt? Hallo, kommt ihr mal alle? Jonas kommt schon wieder in deinem Outfit hier. Könnt ihr mal bitte in euren anderen Outfits kommen, die wir für euch festgelegt haben, bitte, danke. Svea kommt wenigstens in ihrem Outfit hier. Würstelparty. Ah, Justin ist auch schon da. Hallo. Ausschalten, ansehen. Und der denkt sich auch, wie kann man mit so vielen Katzen leben, die Arme. Geh's mal wieder raus zum Keyboard, ne? Machen wir hier den DJ, come on. Da die Svea traut sich an die Kätzchen, unsere Klee. Jonas ist ja auch unterwegs in seinem Wissenschaftler-Crazy-Outfit. Wir machen hier den Gartensalat. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und ihr seid schon am Dancen hier. Und das zählt nicht als Zuhören hier, oder was? Wieso kommt mein Pianist jetzt hier nicht? Das ist doch wohl eine Scheiße hier, echt mal. Ist ja bei seiner Family etwa. Oh, jemand hat schon den Tisch gedeckt. Sehr gut, danke euch. Die denken doch mal was mit hier. So, und jetzt zum Essen rufen. Come on, ruf sie zum Essen. Komm, ruf sie doch zum Essen. Brauchst du mal romantische Musik? Es ist nämlich schon dunkel. 18 Uhr, 19 Uhr, das ist so die Bescherungszeit. Wieso kommen denn die anderen nicht? Seid ihr denn? Was ist denn hier los? Bitte machen Sie hier sauber. Das war bestimmt die Nudel, die hier aufgeräumt hat. So, weg. Weg mit dem Musikdings. Mach jetzt mal hier Essen rufen. Wir essen jetzt erstmal einen Salat. Nein, schon wieder. Schon wieder. Ich glaube, ich spinne. Der springt schon weg hier. Gleich mal die Katzen hier, komm. Aber mach die mal gleich mal zur Sau hier. Das gibt's ja mal gar nicht. Wieso steckt da hier nur ein Fleisch rum? Mau, mau, mau. Nein, das ist unser Fressi. Gastgeberkontakte knüpfen. Das können wir doch hier machen. Oder können wir ja plaudern, während wir sitzen. Fürs Kommen danken. Fürs Kommen danken. Danke, Lila, dass du auch gekommen bist. Wo sind denn die anderen alle? Hallo. Du darfst doch nicht hier hochspringen. Lia hat gelernt, kein Essen von Sims zu fressen. Sehr gut. Kaffee oder Tee zubereiten. Haben wir überhaupt eine Kaffeemaschine in diesem Haus? Ich glaube, wir haben nur eine Teemaschine, ne? Warte, Schlange ist voll. Oh, hier stinkt's irgendwie, ne? Wieso kommen denn die anderen jetzt nicht? Da kommen sie doch. Hey, war die noch arbeiten oder was ist los? Blue kommt auch. Sehr gut. Immerhin kommt ihr irgendwann mal. Habt ihr noch selber gefeiert? Seid ihr im Schneesturm gewesen? Oh, wir haben es schnell geschafft. Ich weiß gar nicht, wo Warren ist. Wo ist denn der? Das stinkt schon wieder hier alles. Man. Aber mein Salat ist gut, oder? Sehr cool. Flauschige Katze. Ich muss mal bürsten. Wow, jetzt wird es hier gleich Nacht. Wann wird es denn Nacht? Ist nicht um 20 Uhr Nacht? Ich dachte mir, um 20 Uhr wird es Nacht. Wird es nicht Nacht. So, jetzt gehen gleich die Lichterketten an. So. Lass uns mal was gemampft hier. Kaffee oder Tee zubereiten, das machen wir jetzt. Komm, mach mal Tee hier. Kann ja aufbrühen mit gewürzter Apfelprickler. Das ist auch perfekt hier, oder? Ja, das machen wir. Sieh da. Komm, das wird eine geile Party. Stinky Katzi, du. Wir können die jetzt nochmal belehren, oder? Können wir nicht? Nee. Bringst du den Müll raus? Sehr gut. Dann kannst du gleich den Scheiß hier auch aufräumen, ne? Das ist ja blöd hier. So. Kanne aufgebrüht. Alles gut. Können wir nicht mal hier zusammensitzen? Irgendwie, das wäre voll schön, hier alle zusammensitzen. Da sitzen die Katzen. Deswegen kommen die nicht rein. Die haben wahrscheinlich Angst. Ja. Wenigstens ein paar sind gekommen. Wo sind die Red? Da kommt noch die Luna, auch noch. Hast du auch noch geschafft, ne? Ja, und da kommt die Svea. Ach, die war ja schon da. Da kommt die Red. In ihrem Halloween-Outfit. Du hast, glaube ich, das ein bisschen verpasst. Oh, Weihnachtsdeko? Weihnachtsdeko? Scheiße, falsches Outfit. Falsche Tür. Ja, ich weiß, das ist dein Bild, ne? Komm mal auch zum Essen. Komm mal zum Essen. Kaffee oder Tee zubereiten. Sehr gut. Yeah, ich hol euch mal einen Oolong-Tee. Voll schmutzig, Lila. Was ist mit dir passiert? Oh,
ist das schön hier. Können wir nicht mal hier alle zusammen sitzen, bitte, Leute? Komm mal alle zusammen. Weihnachtsansprache. Ihr seid noch beim Mampfen hier, ne? Ja, wir haben nicht so viel Platz, ne? Komm, räum mal auf alles. Du räumst schon auf. Sehr gut. So machen wir das, Sina. Perfekt. Perfect match. Oh, unsere Pflanzen verrecken hier schon wieder. Scheiße. Käferbefall. Das ist bestimmt, weil es so kalt ist hier auch. Oh, oh. Bewässern. Sina, wir müssen das bewässern. Das bringt nichts. Vielleicht hilft uns ja jemand. Vielleicht hilft uns ja jemand. Geschichten erzählen. Oh ja, das ist cool. Eine Weihnachtsgeschichte. Muss kaum danken. Wo kann man Geschichten erzählen? Am Lagerfeuer, oder? Am Lagerfeuer. Sollen wir jetzt ein Lagerfeuer holen? Na, das wäre jetzt schön. Das ist doch cool, wenn man draußen noch sitzt und dann noch ein bisschen zusammensitzt. Dann vielleicht auch noch Afterparty-mäßig. Wollen wir denn so ein... So. So eins hier. Das holen wir uns. Das packen wir. Oh, ist das schön hier. Wow, Leute, Leute. Alter Verwalter. Wir machen das hier hin. Dürft ihr die Stühle bitte gerne hier rübernehmen? Ja, kommt mal alle her hier. Es wird hier nicht mehr gemampft, jetzt wird hier gesessen zusammen, hier bitte am Ding hier, ne? Können wir den Stuhl unterm Arsch wegziehen hier. Wer noch einen Stuhl, bringt mal den mit raus. Dankeschön. Liebe Sims, unser Stuhl. Wäre doch mal so. Ist das jetzt alles zusammen? Sehr gut, so muss es doch sein. Yes! Komm. Gruppengeschichte erzählen. Natürlich, ein Märchen über eine verzauberte Schlange, eine Abenteuergeschichte über einen Goldschatz oder eine Geistergeschichte über einen Spiegel. Für das Märchen Mann mit der Schlange? Das ist so ein bisschen... Oh, die zwei Jungs küssen hier schon, knutschen hier schon wieder. So schön. So, alle bitte kommen. Sollt alle herkommen, ja? Keiner sträubt sich hier dagegen. Ja, das Fest der Liebe. Ihr zwei auch, die Geschwister. Sina, Lila, willst du nicht mal duschen gehen, bitte? So, die Sina hat jetzt eine Geschichte für euch. Kommt ihr bitte mal alle ans Lagerfeuer. So, machst du das bitte das Feuer auch an? Das wäre nämlich nicht schlecht. Anzünden. Komm, nehmt mal Platz hier, ja? Oh, hier stinkt. Ja, das ist nur der Müll in der Einfahrt. So, kommt mal alle hier bitte hin. So. Wollt ihr euch nicht setzen? Wir haben extra die Stühle rausgeholt. Seid ihr mal alle zusammen. Immerhin habe ich das mal hinbekommen hier, ja. So, alle da. Es war einmal ein Zauberer. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Ja, Leute, ne? Niemand sagt für euch nicht hinsetzen. Und es war ein Schweinchen, das kam da. Und das war wirklich eine coole Sau. Hört ihr mal zu, bitte, ja? Ich rede nicht weiter. Alle still. Svea fehlt noch. Wo ist Svea? Da kommt Svea. Sehr gut. Ich bin die Svea. Ui, die heiße Svea kommt auch hier. Oh, jetzt wird's hier heiß. So, die Svea ist jetzt zu schön. Also erzähl mal deine Lagergruppengeschichte. Komm hier nochmal. Einladen abzuhängen. Alle hier, guck mal, alle abhängen, bitte, komm. Katzen auch. Sehr gut. Kein Platz mehr. Und jetzt nochmal eine Geschichte erzählen. Über eine kleine Maus. Oh, über eine kleine Maus. Komm, wir erzählen euch eine Geschichte über eine kleine Maus. Ich finde das toll. Alle hier schön zusammen. Wow. Ach, ist das toll. Also ich habe meine Sims hier voll ins Herz geschlossen. Ich finde das so geil. Auch wenn nicht jetzt wirklich alle dabei sind, aber es ist so cool. Geile Abendessen abgeschlossen. Okay, wir gehen mal. Ich habe keinen Bock mehr genau auf Party, oder? Alles ist das schön hier. Ach, ist das geil. Ach, wie cool. Nee, jetzt mal ernsthaft. Das ist der Hammer. Echt cool. Ich habe euch alle ins Herz geschlossen hier. Ihr coolen Sims, ihr coolen. Wer ist denn das da hinten? Ach, du machst jetzt Caterer, oder was? Jetzt kommst du hier. Ich glaube, du spinnst, verschwinde. Deck, deck. Hey, auch Sina. Stinkstiefel, ihr. Tschüss. Melanie. Wo ist eigentlich Melanie? Was seid ihr laut? Deck, deck. Alle, tut ihr euch jetzt alle einzeln hier verabschieden, oder was? Raha. Grillen, komm, wir können noch ein bisschen was grillen, Leute. Bleib doch da, Marshmallows, komm. Die Kids gehen auch schon, keinen Bock mehr. Ey, scheiß Familienfeste manchmal, echt da. Hallo, kommt gefälligst zurück hier. Wir müssen nach den Tieren gucken, das ist eure Ausrede. Können wir mal ein bisschen Afterparty hier. Njom, njom. Holzscheiß hinzufügen. Wo gehst du jetzt hin?
Mau, mau. Ah, da ist auch unsere Waffelkatze. Hallo. Bist du wieder gesund? Guck mal. Sehr schön. Grillen. Kommen wir mal Marshmallows, Leute. Komm. Kommt mal alle hier nieder. Bitten abzählen. Bitten abzählen. Jonas, bleib mal hier. Oh Mann, jetzt gehen die schon alle. Ist ja schon 0 Uhr. Okay, habt ihr ja recht. Oh. Oh. Shit hier, ne? Shit. Aha. Darf man nicht sagen. Shit. Bleibst du noch, Lila? Ach ja, ihr zwei. Willst du nicht mal duschen? Das wäre ganz gut gewesen. Ja, ne? Das ist ja ganz höflich jetzt gesagt. Jonas, kommst du doch noch? Ach ja. Komm, wir können nochmal die Geschwister hier einladen, oder? Komm, wir laden nochmal die Geschwister ein. Die Red soll nochmal kommen und der Warren soll nochmal kommen, bitte. Jonas ist ja noch da. Phoenix, komm, ich rufe unsere Geschwister nochmal an. Sina, ne? Ruf die nochmal an. Warren, Red, wollt ihr nicht nochmal kommen hier? Wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe jetzt hier und wir können nochmal ein bisschen chillen hier, oder? Wie wär's? Sorbe Samsba. Warren schläft, Red schläft. Ah, diese alten Leute. Und wann kaufst du dir ein neues Bett? Wann gibt's ein Umstyling von dem Haus? Wann gibt's neue Grillkäseabteilungen hier? Wir müssen doch noch wieder zur Tierklinik. Mau, mau, mau. Ich bring mir ja nicht hier ins Feuer rein, ja? Oh, ist der Marshmallow reingeplumpst hier. Lila ist schuld, weil die jetzt mit ihrem Stock hier gegen meinen Marshmallow gestoppelt hat. Ich werde niemals Ehebruch machen, niemals hier, auch wenn ich ausziehen muss und so. Und ich lasse mich auch nicht in die Ehe ketten, ich bleibe immer allein hier. Ich bin ein Lama. Barambi, Barambi. Tina, wir müssen hier wirklich mal bewässern. Es tut mir leid, aber wir müssen das echt machen. Scheiße. Wir müssen das am Weihnachtsabend machen, ne? Die warten nicht, die haben keinen Urlaub. Das war eine geile Party, Tina. Hast du gut gemacht. Wirklich. Schön, dass du noch da bist, Jonas. Das freut mich. Du hast keine CDs gehabt, oder? Und das wäre CDs. Wo lebst du denn eigentlich? Ich dachte, du bist hier technisch begabt oder so. Es gibt auch keine CDs mehr. Ach, Sina, geh weg. Das Waschbecken reparieren, das wäre ganz gut. Du hast doch Handschuhe an. Eieiei. Sina, wir müssen jetzt wirklich, sorry, wir müssen jetzt echt mal. Wir haben aufgestanden. Unser Weihnachtself hier, guck. Mach mal hier dein. Ich finde das so cool mit diesem Welpenpark da hinten. Mit diesem fetten Arsch da hinten. Eieiei. Ach ja, cool. Komm. Tschüss, tschüss. Komm, mach mal jetzt hier. Auf. Meine fetten Katzen da. Oh, das ist aber genug zum Essen. Oh, ist schon wieder alles flauschig hier. Wir müssen mal wieder den Reinigungsroboter hier durchschicken. So, gieß das mal genau. Sonst sinkt die Qualität, wenn du die verrecken lässt hier. Oh, weiterentwickeln. Kann man alle weiterentwickeln auch noch. Oh, das wird wieder ein Desaster hier. Wie viel glitzert noch? Und wieder Käfer gibt's auch. Ah. Weiterentwickeln. Die glitzern alle. Die glitzern alle. Dann können wir alle weiterentwickeln. Dann gibt's mehr Kohle für unseren Krams hier. Mehr, mehr, mehr. Du Leckkatze, du, hör mal auf. Ja, die Weihnachtsnacht ist noch nicht vorbei für unsere Sina. Ich bin froh, dass du so lange durchhältst. Aber, ja. Mal gucken, was wir jetzt über die Feiertage dann machen, ne? Bin ich mal gespannt. Babidi Babini. Wir können ja zu den anderen vorbeigehen und mal essen, ne? Mal Partys machen. Oder an den Feiertagen. Machen wir, glaube ich. Level 6 der Gartenfähigkeit. Wow, du bist bald so gut wie die Lea. Nicht wie die Svea. Ich habe es diesmal richtig gesagt. Gartner, hör auf zu rumzu. Oh Mann. Müssen wir ein erfolgreiches Fehlverhalten machen und fünfmal Liebe spüren. Liebe, Liebe. Und dann geht es auch weiter mit deinem Partner. Hast du einen anderen zum Knuddeln? Was machst du jetzt den Reinigungsroboter an? Das ist mal eine gute Idee. Leon ist hier noch am Kacken. Oh, Jonas ist auch noch da. Was machst du denn? Oh, hört auf, meine Katzen hier. Hallo. Ach, Sina. Ah, Lila. Ich mag keine Katzen, habe ich dir schon gesagt. Guck mal, jetzt habe ich sogar komische Flecken wegen der Katze. Du musst einfach duschen, Mensch. Ach, sag mir doch nichts, Onkel Lia. Das ist doch ja. Hallo, ja? Bin jetzt selber junge Erwachsene.
Ja, ich bin früher ausgezogen, ja, und hab dann gleich hier jemanden kennengelernt und dann Alien-Kinder bekommen. Ich war sogar schwanger mit Zwillingen, mit Aliens. Ja, hallo, also sag mir mal nichts. So, und wie sieht's aus? Harte Arbeit hat sich ausgezahlt, ja, hoffentlich. Hoffentlich, da glitzert noch was. Ich sehe alles. Ich sehe alles, was glitzert. Da hinten glitzert auch noch was. Ich glaube, die haben wir schon ausgewählt. Kann das sein? Das hier glitzert auch noch, oder? Nee. Aber wir können die mal düngen. Mit irgendwas, ist völlig egal. Rose, mit einer Rose, ne? Brillante Qualität. Ja, hoffentlich bringt das was. Mit Spinat. Auch brillant. Sehr hübsch. Umwerfend. Oh, mit umwerfendem Basilikum. Oh, du sammelst den Kot hier auf. Hallo? Das darfst du nicht, weil den müssen wir zum Düngen nehmen, Jonas. Hör mal auf. Oder machst du die Fussel, hebst du auf? Ah. Ach, Sina, dann geh doch heim. Bist jetzt hier eingezogen bei uns? Knusperkeks ist hier. Ist flauschig. Ja, ich weiß. Knusperkeks ist flauschig. Zu fluffy, zu fluffy. So. Bisschen eingesprüht hier noch. So. Also, euch jetzt noch einen wunderschönen Weihnachtsabend mit euren Liebsten oder schöne Feiertage oder schöne Ferien, wann immer ihr das anguckt, schöne Urlaubstage. Das war's für heute hier mit dem Elternfreuden-Gameplay zu Weihnachten, zu Heiligabend. Ich wünsche euch viele coole Geschenke, eine wunderschöne Zeit mit euren Liebsten. Genießt die Zeit. Und habt einfach wirklich hier auch weiterhin im Channel eine tolle Zeit. Es ist so cool. Ich bin so froh auch, dass ich das machen kann und wir dann eine schöne Zeit haben. Das ist einfach genial. Vielen, vielen lieben Dank auch nochmal für das ganze Jahr über. Es ist so cool einfach. Ich kann es wieder nicht in Worte fassen. Wenn du hier sprühst, erzähle ich noch ein bisschen was. Ich freue mich auf ein weiteres cooles Jahr auch mit die Sims für den Katzen. Ja, es gibt noch Videos dieses Jahr, keine Angst. Hört sich jetzt so an wie so ein Abschluss irgendwie. Wir streifen ja nochmal durch die Welt, das ist so schön. Mit der Snowmod, die gibt es kostenlos als Download von der Community für die Community. Ist ein bisschen buggy teilweise, aber die sind da dran. Ich habe schon gelesen bei Twitter wieder. Die haben da einen Pfeil gefunden, was diese Bugs verursacht hat, die ich auch im Let's Play hatte. Hinterher ist man immer schlauer. Mama, wo ist nochmal so eine Gunner-Katze hier, Penny? Es war wirklich sehr, sehr cool. Danke euch nochmal. Ich muss das echt nochmal jetzt so ausweiten hier. Aber es ist echt Hammer. Es macht wirklich total Bock. Und ja, ich freue mich auf weitere tolle Folgen. Let's Play und Let's Build hier im Channel. Habt eine wirklich schöne Zeit. Genießt die Ruhe. Und kommt zur Ruhe. Und ja. Streichelt eure Katzen und kümmert euch um die. Nicht so wie die Stina, die macht gar nichts. Oder ich. Ich bin schuld. Ja, und ja, bis denn. Macht's gut. Ciao.